Ja, schönen Abend und willkommen zur Vorstellung des neuen Buches Kollektives Trauma heilen mit dem Autor Thomas Hübel. Willkommen, Thomas. Hallo Jens. Hallo. Ja, ein Thema mit hoher Aktualität in Zeiten von Covid, Klimawandel, Rassismus und so weiter. Wir werden darauf zu sprechen kommen. Kurz zu mir. Mein Name ist Jens Riese. Ich arbeite als Executive Coach und Traumatherapeut. Und kenne Thomas seit 5 Jahren. Wir haben in vielen Bereichen intensiv zusammengearbeitet und freue mich sehr auf das Gespräch heute. Ich werde Thomas kurz vorstellen und dann an ihn übergeben. Und Thomas wird so 20, 30 Minuten aus seiner Arbeit zum Thema kollektives Trauma erzählen und aus dem Buch. Und wir werden in der Zeit auch Fragen sammeln. Also nutzen Sie bitte oder nutzt die Kanäle, Fragen einzureichen. Wir sammeln sie und geben die an Thomas dann weiter. Thomas gilt heute als, glaube ich, der führende Experte und Pionier für den jungen Bereich kollektives Trauma. Und darüber werden wir später mehr erzählen. Wenn wir zurückgehen an die Anfänge, ging sein Leben los 1971 in Wien. Er interessierte sich dann als junger Mensch schon für Spiritualität und Heilung und hat dann Medizin studiert. Und mit 26 den Ruf verspürt, sich zurückzuziehen in Meditation. Das hat dann 4 Jahre gedauert, was, glaube ich, nicht so beabsichtigt war. Aber er hat die Zeit sehr gut genutzt, um sich sehr tief in spirituelle Themen einzulassen und sich selbst zu erforschen und kam aus dieser Zeit heraus mit, glaube ich, einem veränderten Blick auf die Welt, hat vieles gesehen, viele Zusammenhänge gesehen, was auch die Basis ist für das, was er jetzt an die Welt weitergibt, hat dann angefangen zu arbeiten als Lehrer, Heiler und ich sage mal auch Forscher für innere Themen, für innere Wissenschaften. Anfangs sehr fokussiert auf das Thema individuelles Trauma und Thomas hat dann gemerkt, wie wichtig das Thema kollektives Trauma ist, dass es immer wieder hochkam und sich diesem Thema dann sehr gewidmet. Und viele Prozesse geleitet in Konfliktsituationen oder in Themen wie in Deutschland insbesondere, wo Thomas auch sehr viel Arbeit gemacht hat zum Holocaust. Und über seine Arbeit und viel Experimentieren und Ausprobieren einen Prozess entwickelt, der sich Collective Trauma Integration Process nennt, der in diesem Buch auch beschrieben wird und von dem wir noch mehr hören werden, der auf der einen Seite so die neueste Traumaforschung integriert und das, was man für individuelle Traumaarbeit, was da funktioniert, anpasst und auch die spirituellen Praktiken und Erkenntnisse mit einbringt. Er hat für dieses Thema Collective Trauma auch einige Projekte und Initiativen in die Welt, ins Leben gerufen, unter anderem das Pocket-Projekt, das er mit seiner Frau Yehudit vor ein paar Jahren gegründet hat. Was gerade läuft, ist ein Prozess von 23 sogenannten Trauma Labs, Collective Trauma Labs, wo insgesamt 800 Menschen geführt durch diesen Prozess durchgehen zu Themen wie Holocaust, Israel-Palästina, Rassismus, Kolonialismus, Klimawandel. Und es wird auch begleitet von einer Forschungsgruppe. Also das ist auch sehr, sehr spannend, dieser Prozess. Und die School of Collective Trauma Integration, wo Facilitatoren dieser Prozesse ausgebildet werden. Thomas wird als Autorität für dieses Thema auch viel eingeladen, spricht unter anderem in Harvard und anderen Institutionen und hat auch einen eigenen Summit, Collective Trauma Summit, auf die Beine gestellt, bei dem dieses Jahr 50 Sprecher, so the Who is Who in Trauma und Social Sciences, Neurosciences und so weiter zusammengekommen sind, sich austauschen mit mehr als 100.000 Teilnehmern. Damit, lieber Thomas, wir sind gespannt. Du hast ein neues Buch geschrieben, erzähl doch mal. Ja, danke Jens. Gut, du hast ja schon viel erzählt. Ich werde noch ein bisschen was hinzufügen. Also zuerst mal, glaube ich, fing das Ganze ja schon, wie ich in dem Buch auch in der Einleitung schreibe, bei mir als Junge an, der wahrscheinlich
wie viele, die jetzt zuhören, also ich bin in Wien aufgewachsen, aber die Nachkriegszeit im deutschsprachigen Raum, die haben wahrscheinlich viele von uns in irgendeiner Weise miterlebt. Und so als Junge in einer Familie, wo meine Großeltern beide quasi den Krieg überlebt haben, mir hat damals eben niemand gesagt, da gab es keine Post-it-Stickers, die irgendwie gezeigt haben, Trauma, Trauma. Also so, wenn ich meinen Großvater sah, meine Großmutter und dann auch meine Eltern, da war nirgends die Trauma-Anleitung dabei. Das heißt, ich wuchs auf in dieser Familie und habe wahrscheinlich wie viele gelernt, ja, das ist so, wie die Welt ist, so ist das Leben. Und mit meiner heutigen Sicht würde ich sagen, naja, so ganz ist das nicht. Das ist nicht, dass so das Leben ist, dass ein Teil davon ist, wie das Leben ist, und ein Teil davon ist, wie das Leben ist, wenn es verletzt ist. Und wenn das Leben verletzt ist, genauso wie bei einer Wunde, die jemand hat, die muss man versorgen, damit sie sich nicht die ganze Zeit entzündet und Entzündungen bildet, die vielleicht lebensbedrohlich werden. Und so, das war das Erste. Das Erste war mein Aufwachsen in einer Kultur, die von einem großen Trauma betroffen ist. Und dann natürlich meine eigene innere Reise, die hast du ja schon beschrieben. Und so durch meine Gruppen, vor allem das geht jetzt schon 20 Jahre oder so, mache ich die, über die ganze Welt verteilt, aber begonnen hat es ja hauptsächlich in Deutschland, und in den Gruppen in Deutschland kam natürlich ziemlich bald, nachdem ich angefangen habe, die zu machen, und die wurden schnell groß, immer wieder der gleiche Prozessablauf zum Vorschein, nämlich das, was ich heute nenne, ich das kollektiv unbewusstes Material aus dem Krieg, aus dem Zweiten Weltkrieg, Traumatisierungen unserer Vorfahren oder auch innere Bilder vom Holocaust und dem, was eben in dem ganzen Holocaust passiert ist, für viele Teilnehmer hochkam. Also man stellt sich vor, 100 Leute und 50 fangen von einem Moment auf den anderen an zu weinen und haben irgendwie sehr starke Gefühle und innere Beziehung zu etwas, was schon, man könnte sagen, lange vorbei ist. Und deswegen glaube ich eben, dass dieser Spruch, den man so im Volksmund gerne verwendet, die Zeit heilt alle Wunden, ja, ich bin da eher skeptisch, dass das so ist. Ich glaube, man kann mit der Zeit wie so Gras über die Wunden wachsen lassen, aber die sind darunter trotzdem als Narben vorhanden. Und Trauma ist ja, wenn wir uns Trauma ein bisschen näher anschauen, dann sehen wir, dass Trauma ja ein hochintelligenter Mechanismus ist, weil Trauma ist eben nicht, wie viele Menschen sagen, Trauma ist das, was uns passiert ist. Aber Trauma ist eben das, was in uns passiert, in einer überwältigenden Situation. Also wenn ich was erlebe, was mich sehr stark überfordert, dann habe ich zwei Dinge, die in mir stattfinden. Einerseits habe ich ganz viel Stress. Und dann ist mein Nervensystem intelligent genug, einen Teil davon abzudrehen, taub zu schalten und wegzuschalten. Das heißt, wenn wir Trauma sehen, dann sehen wir immer zwei: viel Reaktivität, viel Stress in Situationen, die den Stress gar nicht brauchen, und gleichzeitig, dass wir indifferent, dumpf sind, dass wir uns nicht mehr fühlen können, dass wir uns einander nicht mehr fühlen können und dass wir uns separater fühlen. Trauma kommt mit dem, also ein Grundsymptom von Traumatisierung ist Isolation, dass ich mich separat fühle, dass ich mich alleine fühle und zurückgezogen oder dass ich eben überreaktiv bin. Aber der Mechanismus, den hat ja das Leben über Jahrtausende, vielleicht Jahrhunderttausende entwickelt, weil wir sind ja nicht die Ersten, die irgendwie Trauma erfahren haben. Das haben ja schon viele Generationen vor uns. Und Trauma ist ja an sich ein Versuch, wie so ein Schutzmechanismus. Aber wenn wir den nicht wieder auflösen, nachdem er uns geholfen hat, dieser innere Trauma-Response, also diese Trauma-Antwort, dann verfestigt sich das und dann setzt es sich fest und dann beginnen wir diese Traumatisierungen zyklisch durch Symptome immer wieder zu erfahren. Und ich glaube, das, was viele Menschen ihre Themen nennen, das, was viele Menschen Schwierigkeiten nennen, das, was viele Menschen Probleme nennen, das, was
viele Menschen Überforderung nennen oder auch bis hin zu mentalen oder körperlichen Erkrankungen, liegt der Trauma vielem zugrunde. Und die neueste Traumawissenschaft, wir arbeiten ja mit vielen Leuten zusammen, zeigt das ja. Auch die Epigenetik zeigt immer mehr, wie die Traumatisierungen von unseren Vorfahren oder auch in Tierexperimenten, die traumatisierte Tiere, die nachfolgende Generationen von Mäusen zum Beispiel, zeigen die gleichen Traumasymptome, ohne jemals diese Traumatisierung erfahren zu haben. Das heißt, weil manche Menschen sagen, na gut, ich habe kein starkes Trauma erfahren. Erstens ist Kindheits- und Bindungstrauma nochmal auf einem anderen Level von Traumatisierung. Und zweitens ist das, was von unseren Vorfahren uns weitergegeben wurde, das ist auch eine Art Traumaübertragung, die Symptome in unserem Leben auslöst, wo ich biografisch kaum einen Bezug dazu habe, warum das in meinem Leben ist. Das heißt, von individuellem Trauma über das, was Trauma unserer Ahnenreihe, hin zu kollektivem Trauma, das heißt, wenn eine ganze Nation oder ganz Europa oder so wie jetzt mit Covid sogar eine ganze Welt durch eine Traumatisierung geht, dann, glaube ich, gibt es in der gesamten Kultur Symptome, die entstehen, die aufgrund dieser Kollektivsituation, dass sich das in sich noch verstärkt. Und nachdem ich das in vielen Gruppen angefangen habe zu sehen, was das für Nachfolgesymptome und Prozesse erzeugt, wurde mir ganz vieles klar durch diese Gruppen. Und dann haben wir größere Experimente gemacht, dann haben wir das mit der Zeit, also Deutschland und Israel vernetzt und aus Deutschland und aus Israel oder andere jüdische Menschen zusammengebracht und diese Integrationsprozesse gemeinsam gemacht. Und dann haben wir das langsam auch nach Amerika und in andere Plätze quasi wie exportiert und uns Themen wie Rassismus oder dem Native American, also dem Genozid der Native Americans gewidmet und glaube ich, dass jetzt so ein paar Symptome noch vielleicht, die glaube ich wichtig sind, weil ich gehe davon aus, dass Trauma eine gesellschaftliche Gestaltungskraft hat, dass Trauma mitverantwortlich ist für Strukturen, die wir bilden in unserer Gesellschaft, die wir nicht Trauma nennen. Das nennt man dann ja, so ist das Leben, so ist die Politik, so ist die Wirtschaft, so ist die Ökologie. Aber dass es da gesellschaftsbildende Strukturen gibt. Und ich glaube, es gibt eine ganz schöne Beschreibung aus der Technik, aus der Technologie, die man sehr gut auf Trauma übertragen kann. Wenn Platz in mir traumatisiert ist, dann ist der wie gefroren. Und der ist nicht nur gefroren, der braucht Energie, um gefroren zu bleiben. Genauso wie unser Gefrierschrank, das braucht. Und wir zahlen den Strom für dieses Frieren. Das ist nicht damals passiert und jetzt ist es so. Das heißt, ich spüre vielleicht Symptome, dass ich eng bin, dass ich Spannung im Körper habe, dass ich oft reaktiv bin oder dass ich oft meine Stimme, irgendwie keine Stimme habe, um mich zu äußern und mich einzubringen in der Kultur. Aber diese Traumatisierung hat noch einen anderen Effekt. Das Leben will sich ja weiterentwickeln. Das Leben ist in Bewegung. Und wir alle fühlen uns glücklich, wenn wir in Bewegung sind. Man sagt ja, wenn man im Fluss ist, dann fühlt man sich gut. Man geht ja nicht zum Therapeuten und sagt, ja, ich bin so im Fluss, ich brauche dich. Also man geht ja, Leute kommen ja zum Therapeuten, wenn sie sagen, ja, da stagniert es in meiner Beziehung, stagniert es in meinem Job und so weiter. Und diese Stagnation, die führt ja oft auf gefrorenes Leben zurück. Und das ist wie bei meinem Mobiltelefon. Mein Mobiltelefon bleibt quasi jung dadurch, dass ich es immer wieder update. Also dass ich mir die Software-Updates runterlade und mein Operationssystem, mein Betriebssystem immer neu update. Natürlich, wenn ich mein Mobiltelefon 2 Jahre nicht update, dann entsteht nämlich etwas, dass ich gewisse Applikationen und Programme nicht mehr verwenden kann. Und das passiert in uns auch. Die Teile, die traumatisiert sind, die werden auch alt in dem Sinn von,
Die bleiben gefroren und können sich mit dem Rest des Organismus nicht so weiterentwickeln, wie das unserem Potenzial entspricht. Das heißt, ein Teil vom Fluss fließt weiter und ein Teil bleibt stehen. Und dazwischen entsteht eine Spannung. Und ich glaube, viele von uns kennen diese Spannung, die sich entwickelt durch Trauma. Und das Gleiche passiert auch in der Entwicklung unserer Kulturen. Man sieht das sehr schön an Covid jetzt, dass wenn man in unsere Kultur schaut, wie wir eine Covid-Krise, wobei das Wort Krise meiner Meinung nach schon sehr auf Trauma deutet, aber wie wir gemeinsam als Kultur an einem Strang ziehen, um eine Krise zu bewältigen, das sieht man ja, wie fragmentiert diese eine Antwort ist in unserer Kultur. Und diese Fragmentierung, die hat meiner Meinung nach nichts mit Covid zu tun, sondern die hat was mit unserer Vergangenheit zu tun. Und das Gleiche können wir sehen, wenn Flüchtlinge nach Europa kommen, gibt es eine ähnliche Fragmentierung. Das heißt, jedes Mal, wenn ein System Stress bekommt, wird die Fragmentierung von Trauma einfach sichtbar. Das heißt, wenn wir in unserer Beziehung Stress, in unserer intimen Beziehung oder in unserer Ehe Stress haben, dann entsteht das, wenn es in Familien mit Kindern Stress gibt, dann entsteht das, wenn wir in unserer Politik oder in unserer Gesellschaft Stress kriegen, dann entsteht das. Und ich glaube, es braucht eben eine adäquate Antwort auf dieser Ebene. Und vielleicht die letzte Sache: Das Trauma sitzt in unseren Körpern. Das sitzt natürlich auch in unserer Psychologie, aber die ist verbunden mit unserem Körper. Das heißt, viel der Traumaheilung, sehen wir immer mehr und mehr, ist eine somatische Heilung. Das heißt, es läuft über unseren Körper. Es geht durch unseren Körper, durch unsere Emotionen und unser Denken als eine Einheit. Und das Trauma fragmentiert diese Einheit oft. Das heißt, wir können Dinge zwar lesen und wissen, aber können es trotzdem noch nicht leben. Das ist ein gutes Beispiel für diese innere Fragmentierung. Und es gibt ja im Englischen diesen schönen Satz, walk your talk. Das heißt, kannst du das, was du sagst, auch leben? Und wo wir das nicht können, da ist ja die Frage, warum? Und ich glaube, da ist oft viel von der Heilung, findet da Platz, oder statt, wo wir das eben nicht können. Da kann ich zwar viel über Trauma wissen und trotzdem immer noch sehr traumatisiert sein. Die Heilung findet dadurch statt, dass wir uns dem Trauma widmen, in einer adäquaten Weise und in einer angebrachten Geschwindigkeit. Und das Gleiche gilt für unsere Vorfahren auch. Und das Gleiche gilt für unsere Kultur auch. Und ich hatte eben das Gefühl, dass durch die... Also wie ich mich sehr oft mit dem Thema Zweiter Weltkrieg, Holocaust, dann haben wir das auch gemacht, die Ost-West-Spaltung in Deutschland und in Europa und dann natürlich auch in anderen Ländern, die Traumatisierung von Diktaturen oder Völkermorden und so weiter, dass die, dass wenn es ein Land schafft, sich wirklich dieser Traumatisierung zu stellen, dann glaube ich, gibt es wie so ein kollektives Lernen, weil die tolle Seite an Traumaheilung ist, dass wir sagen immer, also sich bewusst werden, verdauen und integrieren. Und integrieren heißt, dass ich Erfahrungen aus der Vergangenheit in mein Leben heute integrieren kann. Und Integration kommt mit Lernen. Also deswegen nennen wir das posttraumatisches Lernen. Also wenn das Trauma unserer Vorfahren wirklich zu unserem Lernen wird, dann enteisen wir quasi eine Menge von dem Permafrost. Den Permafrost, den gibt es nicht nur in Sibirien oder in Grönland, den gibt es auch, den gibt es in unserer Kultur auch. Und wenn der aber auftaut langsam, dann wird ja ganz viel Energie frei für Innovation, für Kreativität, für mehr Bezogenheit, für tiefere Verbundenheit und für eine gemeinsame Zusammenarbeit. Und ich glaube, das ist gerade bei Themen wie dem Klimawandel oder anderen kollektiven Themen total wichtig. Aber vielleicht schauen wir mal, ob es denn dazu, ich kann dann gerne noch mehr weitersprechen, vielleicht gibt es ja Fragen, die wir da reinnehmen können zu dem Thema. Ja, super. Super, vielen Dank, Thomas, für die Einführung. Das kommen schon jede Menge Fragen. Das Thema Covid ist von Interesse.
Vielleicht könntest du da noch tiefer drauf eingehen. Was siehst du da? Welche kollektiven Traumata sind da gefroren in diesem Permafrost? Und was bräuchte es, um die aufzutauen und mehr in eine Antwort als eine Krise zu kommen? Und die zweite Frage ist, entsteht da gerade ein neues kollektives Trauma? Und wie können wir dem vorbeugen, dass sich das weiter fortpflanzt? Ja, genau. Also zuerst mal zu der ersten Frage, ja. Ich glaube, es gibt eine schöne Analogie zu dem, wenn es schneit, und es hat ja in den letzten Monaten in vielen Bereichen geschneit, wenn es schneit und der Schnee fällt in einen Fluss, dann wird der Schnee oder die Schneeflocken werden zu Wasser. Wenn es schneit und der Schnee fällt auf einen überfrorenen Fluss oder gefrorenen Fluss, dann bleibt der Schnee auf der Eisdecke liegen und wird höher. Das heißt, wenn eine Erfahrung auf einen Teil von mir fällt, wo ich offen bin und bezogen, dann kann ich die Erfahrung verarbeiten und die wird zu meinem Fluss. Das heißt, da fühlen wir uns im Fluss, weil wir die Erfahrung, die wir machen, verarbeiten können. Wenn Schnee aber auf Eis fällt, das heißt die Folgeerfahrung auf Trauma fällt, dann ist da Eis und ich kann diese Erfahrung nicht verarbeiten. Das heißt, die Erfahrung macht mir einfach noch viel mehr Stress, weil ich habe ja schon Stress durch mein Trauma oder durch das kollektive Trauma. Das ist mal wichtig. Das heißt, wenn Covid kommt, dann gibt es Traumafaktoren, die Covid an sich auslöst, aber zuerst mal fällt es in vielen von uns auf eine vortraumatisierte Kultur, genauso wie eine Flüchtlingskrise auf eine vortraumatisierte Kultur trifft, die schon teilweise gefroren ist. Das heißt, die Erfahrung, die wir jetzt machen, löst bewusst oder unbewusst einen tiefen Stress aus, der schon vorhanden ist. Das ist total wichtig. Das heißt, und man kann das gut sehen, entweder wäre ich reaktiv oder ich kann mich auf die gegenwärtige Situation beziehen. Beziehung ist resilienzbildend. Reaktivität beruht auf der Vergangenheit. Das heißt, wenn ich reaktiv wäre, auch wenn zum Beispiel meine Partnerin mir was sagt und ich wäre reaktiv, dann antworte ich ja aus meiner Vergangenheit. Da bin ich ja schon aus einer Enge. Da kann ich meine Partnerin ja gar nicht mehr fühlen und ihr zuhören, sondern da will ich mich ja verteidigen, da will ich Recht haben, da will ich auf der richtigen Seite stehen oder was auch immer. Und das Gleiche sehen wir in der Kultur auch, dass plötzlich wir entweder antworten können auf die Situation, oder wir antworten schon aus einer Enge, aus vielen Ängsten, aber viele dieser Ängste sind jetzt nicht wegen Covid. Die schauen so aus, als wären die wegen Covid, aber die sind an sich aus unserer Vergangenheit. Und dann gibt es die Traumatisierung, die potenziell durch Covid hinzukommt, dass für viele Menschen jemand aus der Familie vielleicht stirbt, dass es einen hohen Schaden gibt ökonomisch, dass wir selber in der Angst leben, Covid zu kriegen und uns und in dieser Angst einfach auch isolieren. Und damit unterbinden wir quasi es ist wie so das Kryptonit zu unserer Superpower, weil unsere Superpower, um Trauma zu erleichtern oder uns gegenseitig zu helfen, weniger traumatisiert zu sein, ist Beziehung, gesunde Beziehung, und diese Superpower haben wir alle. Also dass die gute Nachricht ist, wir haben ein Heilmittel, hat jeder in sich, nämlich ich fühle dich und ich fühle dich, wie du mich fühlst. Der Grundbeziehungsimpuls. Wir alle sind aufgewachsen in Familiensystemen, wo total wichtig war, dass wir als Kinder spüren total, ob unsere Eltern uns mitkriegen und fühlen oder nicht. Wenn wir uns fühlen, dann kreiert das Sicherheit. Wenn wir uns nicht fühlen, dann ist es schon weniger sicher, vor allem für unsere Kinder. Und es gibt da so ein Beispiel, das ich gerne verwende, das passt hier ganz gut dazu. Zum Beispiel, wenn ein Kind zum Vater kommt und sagt, Papa, Papa, ich habe Angst. Und dann gibt es zwei mögliche Interventionen. Die eine ist, dass ich sage, ja, brauchst du keine Angst haben, ist alles okay.
Und was habe ich mit der Handbewegung? Brauchst ja keine Angst haben, ist alles okay. Was ich gemacht habe, ist, ich habe die emotionale Anforderungen von meinem Kind plus die Erfahrung von meinem Kind abgewertet. Ich habe auf eine emotionale Bitte mit einer rationalen Antwort geantwortet und damit schaffe ich Distanz. Wenn ich aber sage, wenn das Kind kommt und sagt, Papa, Papa, ich habe Angst und ich wende mich dem Kind zu, fühle mein Kind und sage, ja, ich spüre, dass du Angst hast und gestresst bist, komm, ich spüre, dass du Angst hast, komm zu mir und lass uns gemeinsam schauen. Was habe ich jetzt gemacht? Ich wende mich mit meinem Nervensystem, mit meinem Herz, mit meinem Beziehungsangebot, meinem Kind zu. Ich fühle mein Kind. Das heißt, ich spüre, dass das Kind Angst hat. Das braucht natürlich Energie von mir und das braucht ein bisschen Raum. Ich muss mich meinem Kind widmen. Dadurch schaffe ich emotionale Resonanz. Dadurch fühlt mein Kind sich gefühlt und kann das Nervensystem runterregulieren. Und dann kann ich kommen als Elternteil und kann sagen, okay, lass uns mal schauen, was wirklich passiert. Dann bringe ich rationale Führung in das Ganze, aber nicht umgekehrt. Das heißt, wenn mich das jetzt überfordert, dass mein Kind kommt, weil ich sowieso viel Arbeit habe, weil ich jetzt gerade keine Zeit habe, weil ich was auch immer ist, dann brauche ich irgendwie eine schnelle Antwort, aber die ist eben nicht so hilfreich. Was ich hier brauche, ist Raum für Koregulation, nennen wir das. Dass zwei Körper, zwei Nervensysteme sich koregulieren können. Und ich glaube, das ist unsere Superpower. Dass wenn jemand von uns gerade sehr verängstigt ist, dass wenn jemand von uns gerade Stress hat und die anderen gerade ein bisschen Raum haben, dass wir uns einander widmen und sagen, ja, wenn ich dir zuhöre, Jens, weil ich dir zuhören möchte, oder du mir, dann wird mich das viel mehr unterstützen, als wenn du politisch korrekt zuhörst, weil du gerade keine Zeit hast. Und ich glaube, da gibt es eine große Ressource, die wir haben kollektiv, weil jemand von uns hat mehr Ressourcen gerade und jemand weniger, also auch Beziehungsressourcen. Manchmal ist es enger in uns, da haben wir gar keinen Raum, das zu machen. Aber manchmal haben wir den Raum und ich glaube, gerade in der Krise braucht es Großzügigkeit. Großzügigkeit ist so ein Wundermittel in der Krise, aber oftmals kommt das Trauma, kommt ja gerne mit dem Gefühl von zu wenig, Mangel. Es ist zu wenig Zeit, zu wenig Raum und es sind zu wenig Ressourcen da. Das ist das Gefühl von Trauma in unserem Leben und auch kollektiv und das sehen wir ja gerade. Ja, super. Dann gab es eine Reihe von Fragen zu dem Collective Trauma Integration Prozess. Ja, jetzt haben wir in der Vergangenheit nicht immer diesen Raum gehabt und haben dieses Trauma und wollen das jetzt integrieren. Wie funktioniert das? Und dann fragt Ellen, woher weiß ich oder wie erkenne ich, dass es funktioniert? Was ist anders? Also zuerst mal, wie funktioniert das? Ich habe vorher gesagt, es gibt so Grundzüge von unserem Nervensystem, die es gut ist zu wissen. Zum Beispiel, es gibt den Teil von unserem Nervensystem, der uns aktiviert und aktiv sein lässt. Und es gibt den, wenn man dann so am Abend nach Hause kommt und man fühlt sich so wohlig in so ein Sofa reinsinken lässt oder ein Bad nimmt, dann nimmt ein Teil von unserem Nervensystem das andere wieder mit und entspannt sich. Und dann können wir auch gut schlafen gehen und gut schlafen und uns erholen. Wenn wir aber chronisch gestresst sind, dann hat das der andere Teil von unserem Nervensystem, der parasympathische Teil, hat weniger Kraft, das zu entspannen. Und wenn wir jetzt in der Entspannung, macht unser Körper und auch unsere Psyche, macht Reflexion, macht Verdauung und Integration. Reflexion, das heißt, ich kann so auf meinen Tag schauen und schauen, wie geht's mir denn, was ist denn heute passiert, wie geht's uns denn und so weiter. Es gibt Reflexionskraft, es gibt Verdauung, physische Nahrung, Verdauen braucht einen gewissen Grad von Entspannung. Deswegen bei verschiedenen Verdauungsproblemen liegt das oft an dem Stress, der chronisch im System ist. Und dann braucht es aber Integration.
was lerne ich denn aus meiner Erfahrung heute oder was lernen wir denn aus unserer kollektiven Vergangenheit? Und so bei dem kollektiven Trauma-Integrationsprozess schauen wir, wenn wir durch Beziehungsbildung in einer Gruppe ein gewisses Maß an Gruppensicherheit erzeugen. Also dass wir uns öffnen zueinander, dass wir Übungen machen, damit mehr, wir nennen das Kohärenz entsteht und Bezogenheit, dann entsteht ein Grad von Sicherheit in der Gruppe. Wenn sich genügend Leute sicherer fühlen, dann merkt das Nervensystem das. Und was will das Nervensystem machen oder der Körper machen oder die Psyche? Es will sich entgiften. Deswegen, auch wenn wir entspannter sind, dann reden wir über Dinge und reflektieren über Dinge, damit wir die verdauen können. Und wir nutzen den gleichen Prozess für diesen CTIP, für diesen kollektiven Trauma-Integrationsprozess. Und was wir machen ist, wir schaffen ein Umfeld, ein heilendes Umfeld, wo wir mit 100 oder 200 oder 300 Leuten diesen Verdauungsprozess durchlaufen können. Das heißt, dass wir über Dinge sprechen können, dass wir einander zuhören, dass wir ein geeignetes Beziehungsumfeld schaffen. Und oftmals tauchen dann nicht nur persönliche Dinge auf, sondern auch kollektive Dinge. Und wenn diese kollektiven Dinge auftauchen, dann werden wir als Gruppe wie zu einem Gefäß, das beginnt, unsere Vergangenheit zu verdauen. Wir machen das so, dass wir natürlich, wenn wir diese Gruppen machen, da kommen auch viele therapeutisch geschulte Leute mit uns oder Traumatherapeuten, die, es ist ein Riesenteam für so große Gruppen, wo wir das gemeinsam machen unter Führung, sodass, wenn Leute Einzelbetreuung brauchen während des Prozesses, dass das stattfinden kann. Und dann gehen wir durch so eine gewisse Prozessform, die ich da beschrieben habe, bis wir das Gefühl haben, dass was auftaucht, konnte es verdaut werden, sich integrieren. Und dann ist es für diese Gruppe jetzt mal gut. Wir wollen das ja nicht überlasten, weil wenn man jetzt davon ausgeht, ich sage oft, das ist jetzt vielleicht ein bisschen drastischeres Bild, als ich bis jetzt verwendet habe, aber stellen wir uns mal vor, da gibt's, ich habe hier einen Bildschirm an der Wand, so einen Fernsehschirm, und da ist eine Kriegsszene und die ist laut und wild und irgendwann ist mir das zu viel und ich nehme die Fernbedienung und schalte den Ton ab und dann sehe ich immer noch diese Kriegsszene, aber ohne Ton. Und dann nehme ich diesen Bildschirm von der Wand und schmeiße ihn ins Meer. Und es spielt immer noch diese Szene. Und dann fällt der Schirm langsam, dieser Fernseher langsam ins Meer und verschwindet im Dunkeln. Und wenn wir es auf den Meeresboden schauen, dann gibt es da Millionen von Fernsehschirmen, die immer noch zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg oder den Holocaust und Konzentrationslager spielen, aber ohne unsere Bewusstheit. Aber es läuft immer noch. Das heißt, das, was wir denken, ist vergangen, ist nur vergangen, weil es irgendwo anders spielt, ohne dass der Fokus unserer Aufmerksamkeit dahin leuchtet. Und diese Integrationsprozesse, da leuchten wir ganz sanft so ein bisschen in die Richtung, dass uns ein bisschen bewusster wird, wie viel von einer unglaublich furchtbaren Vergangenheit hier noch gespeichert ist. Und das lebt in uns. Das lebt in unseren Körpern, das lebt in unseren Nervensystemen, das lebt in unseren Ahnenreihen, das lebt immer noch heute in uns. Und wenn wir sagen, ja gut, wir wollen nichts mit der Vergangenheit zu tun haben, weil wir schauen ja nach vorne. Manche Leute sagen, ja, warum soll ich mich damit beschäftigen? Ich bin ja zukunftsfähig. Naja, das, was uns nicht bewusst ist, setzt sich unbewusst durch uns fort. Das heißt, wenn ich da, wo ich nicht hinschauen will, nicht wo ich mich zwinge hinzuschauen, sondern wo ich unter guter Anleitung und gekonnt hinschaue, muss mich nicht überladen, weil überladen ist ja eine andere Form oft von Trauma, dass man sich dann Dingen aussetzt, die man nicht verarbeiten kann. Und ich glaube, darauf spielt ja auch die viele Massenmedien, triggern ja permanent die Trauma, die kollektive Traumaschicht wird ja oft getriggert durch sehr aufheizerische Nachrichten. Die triggern ja oft den Stress, das ist ja dann oft nicht Informationsvermittlung, sondern Stressaktivierung.
Und aber wenn wir uns gekonnt dem widmen, was vielleicht für unsere Vorfahren sogar viel zu überwältigend war, um jemals wieder zurückzuschauen. In Israel haben sie für eine Zeit lang versucht, mit Holocaust-Überlebenden Therapie zu machen und viele davon haben Selbstmord begangen, weil das einfach zu krass war. Das heißt, dass die Generation, die das erlebt hat, oft gar nicht hinschauen konnte und es ein, zwei Generationen braucht, bis wir hinschauen können. Aber hinschauen ist wichtig, weil da drin liegt nämlich die Aufarbeitung und auch, glaube ich, ein ethisches Lernen. Unter jeder Traumaarbeit, wo wirklich Trauma durch Beziehungsverletzung entstanden ist, gibt es eine ethische Wiederherstellung. Und ich glaube, wenn wir zu dieser ethischen Wiederherstellung kommen, dann entsteht ein massiver Lernschritt, nicht nur für uns persönlich, sondern auch kollektiv, um die jetzigen Themen zu meistern oder besser zu meistern, die sich uns stellen. Und deswegen glaube ich, ist individuelle und kollektive Traumaheilung total wichtig, um nicht unbewusst die Muster fortzusetzen, die uns schon in die Wiege gelegt haben. Ich sage oft, das, was unser Job ist, das, was unsere Vorfahren nicht sehen konnten. Ja, vielen Dank. Und dann gab es eine Frage. Du hast ja gesagt, das macht dann so eine Gruppe. Und in dem Maße, wie es für die Gruppe tragbar ist. Dann gab es eine Frage, merkt man das dann auch außerhalb dieser Gruppe? Ist es spürbar? Und auch wie viele dieser Gruppen braucht es, um jetzt so ein Zweite Weltkriegstrauma oder Holocaust-Trauma zu integrieren? Naja, es glaube ich, es braucht auf jeden Fall mehr, als es jetzt machen. Und ich glaube, dass ich über die Zeit genug Menschen finden oder angesprochen fühlen, so etwas zu machen. Das ist wie, als würden wir beginnen, gemeinsam das kollektive Wohnzimmer aufzuräumen. Wir leben ja alle in einem kollektiven Wohnzimmer. Wir leben ja gemeinsam in einem Haus, wir nennen das Kultur, das wir uns selber gebaut haben, in dem sich manche Menschen extrem wohlfühlen, aber viele auch nicht. Und ich glaube, dass wir wollen ja ein Haus bauen und wir können ein Haus bauen, in dem sich viele Menschen wohlfühlen können, weil wir einerseits die Architektur teilweise verändern, damit viele von uns da drin Platz haben und gut Platz haben und gleichzeitig aber auch uns darum kümmern, dass wir gewisse Räume nicht mehr verwenden, weil die so übermüllt sind mit Vergangenheit, dass wir da gar nicht reingehen. Das heißt, es ist nicht nur, dass das Haus zu klein ist, es ist auch, dass gewisse Räume gar nicht betretbar sind, weil die nicht aufgeräumt sind und da schon lange niemand drin war und die Fenster nicht mehr aufgemacht hat. Und Traumaheilung oder kollektive Traumaheilung heißt, dass wir uns gemeinsam, dass wir das als gemeinsame Aufgabe sehen als Bürger einer Gesellschaft, dass wir uns der gemeinsamen Geschichte stellen, die wir durch unsere Vorfahren auch in die Wiege gelegt bekommen haben. Und da mein Körper nicht abgetrennt ist vom Rest der Menschheit, die vor mir gelebt hat, dass vieles von dem, was ich denke, vieles von dem, was ich emotional erleben kann, vieles von dem, dass meine Leber eine Leber ist, brauchte viele, viele, viele Generationen von Leben, dass das irgendwann so geworden ist. Und all das wirkt ja in uns als Intelligenz. Alles, was unsere Vorfahren integriert haben und erlebt haben und integriert haben, haben wir heute zur Verfügung. Deswegen können wir heute ein Internet bauen und eine Rakete bauen und ein Flugzeug bauen und uns medizinisch versorgen lassen, weil so viele Generationen vor uns ganz viel gelernt haben, dass wir gar nicht mehr lernen müssen. Aber dazu gehört auch nicht nur den Benefit zu genießen, sondern dazu gehört auch, dass wir uns der Wunden und des Unbewussten stellen, das unsere Vorfahren auch erlebt oder erzeugt haben. Und also wir können nicht nur die Sahne abkassieren und das andere liegen lassen, weil dann muss die nächste Generation sich drum kümmern. Oder wir sagen, wir gehören auch zu denen, die den Mut haben, sich umzudrehen und hinzuschauen.
Und ich muss mich nicht von 1 auf 100 umdrehen, ich kann mich langsam umdrehen, aber ich weiß, dass ich zu denen gehören möchte, die das machen. Warum? Weil die Welt momentan nicht ein Platz ist, in dem sich die Menschheit als Ganzes wohlfühlt. Und ich glaube, sehr viel ist dadurch, dass wir gewisse Räume in dem Haus, das wir Menschheit nennen, nicht betreten können, weil da so viel Vergangenheit drinnen ist, dass wir da nicht hinwollen. Und damit entsteht Mangel. Und Mangel schafft Armut, Mangel schafft Ungleichheit, Mangel schafft Rassismus, Mangel schafft eine Konsumgesellschaft, die nicht reguliert ist, Mangel schafft ein Wertesystem, das nach immer mehr und immer mehr und immer mehr, weil wir einfach vor der Vergangenheit davonrennen, müssen wir einfach schnell rennen und schnell produzieren, damit wir genug haben. Aber das heißt nicht, dass das die nachhaltigste Form ist, auf dem Planeten zu leben. Und dass dann durch die Biosphäre und unser Klima mit in Mitleidenschaft gezogen wird. Und ich glaube, wenn wir davon ausgehen, dass unser Körper, mein Körper, ist die nächste, also die Natur, die mir am nächsten ist. Mein Körper ist Wasser, ist Mineralstoffe, ist Metalle, ist Vitamine, Proteine, das ist alles Substanz vom Planeten. Das heißt, mein Körper ist ja nicht auf dem Planeten, mein Körper ist der Planet. Das ist animierter Planet. Das ist animierte Jahrhunderttausende von Menschheitsgeschichte. Und ich glaube, dass wenn wir in unserem Leben nachhaltig leben können, dann können wir uns auch einer Ökologie widmen, die mehr Nachhaltigkeit schafft. Aber ich glaube, für viele Menschen ist der chronische Stress, der von Traumatisierung stammt, verbrennt über die Jahrzehnte genug innere Ressourcen, damit wir irgendwann die Symptome spüren, gesundheitlich, von dem, was es bedeutet, mehr Energie zu verbrennen, als wir zur Verfügung haben. Und dass wir da in eine gesunde Ökonomie kommen in uns selbst und dann zwischen uns in Beziehung und dann als Gesellschaft, ich glaube, dazu ist es absolut notwendig, dass wir die Ursachen besser kennenlernen, die viele von den Symptomen schaffen, die eine nicht nachhaltige Kultur schafft. Wenn wir jetzt bei dem Thema Nachhaltigkeit bleiben, was siehst du denn im Moment in der Klimadebatte? Wie artikuliert sich da kollektives Trauma? Was ist nicht im Fluss? Und was könnte in den Fluss kommen, wenn wir uns da mehr diesem Thema widmen und das mehr integrieren? Ja, erstens, glaube ich, schafft Trauma Trennung. Dann sieht es so aus, als wäre Natur und der Mensch zwei. Und Natur und der Mensch sind nicht zwei. Was das zwei macht, ist das Trauma. Das ist schon ein Traumasymptom, das Erste. Das Zweite ist, Trauma schafft eine Trennung zwischen mir und meinem Körper. Dann sieht es so aus, als hätte ich einen Körper. Aber der Körper und meine Psyche und meine Seele, das ist ein gesamter Flow, Fluss von Intelligenz. Das heißt, Trauma schafft eine Entfremdung von unserem eigenen Körper. Und unser Körper ist wiederum Teil der Natur. Das heißt, wir fühlen uns von der Natur mehr getrennt, wir fühlen uns von unseren eigenen Körpern mehr getrennt, von der Ökonomie in unseren Körpern mehr getrennt. Und da ist schon mal eine Wurzel und große Kultureinschnitte, also Kulturtraumatisierungen wie Kriege oder Ähnliches, schaffen das natürlich auf kollektivem Level. Und jedes Mal, wo Trauma ist, ist weniger Regulierung. Das heißt, wir können uns nicht mehr gesund regulieren. Das heißt, wir schaffen andere symptomatische Regulierungen, die uns helfen, das zu überbrücken. Und so gesehen sehe ich, kollektive Traumatisierung ist ja Jahrtausende alt. Das heißt, das kumuliert sich und irgendwann, wenn wir genügend Menschen auf dem Planeten sind, dann hat das natürlich immer mehr Auswirkungen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass auf der einen Seite Trauma in der Wurzel ist, dass die Feedback-Mechanismen zwischen Mensch und Kultur nicht so gut funktionieren oder unterbrochen sind, dass der Intelligenzfluss zwischen der Biosphäre, dem Biotop und dem Lebewesen nicht gesund funktioniert. Der Austausch ist unterbrochen manchmal oder oft gestört. Das heißt, wir antworten zu langsam auf eine sich wandelnde
Klima- und Biosphärensituation. Das heißt, da ist so eine verlangsamte Response drinnen, so eine Antwort, die fehlt. Und das andere ist aber auch, dass dann natürlich die Antwort kommt im Sinne von Aktivismus, was natürlich total wichtig ist, aber dass, wenn wir jetzt für dieses Gespräch kurz den Mensch in drei Kräfte einteilen, dann könnte man sagen, es gibt den Teil in uns allen, der super happy ist, wenn wir uns entwickeln können. Das heißt, wenn Evolution und Entwicklung durch uns passiert, dann fühlen wir uns kreativ, wir haben das Gefühl, wir tragen was bei, wir haben das Gefühl, wir können selbst wie die Welt mitgestalten. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Gefühl, das wir so viel wie möglich Menschen in dieser Welt wünschen. Und dann gibt es die zweite Kraft, das ist Gewohnheit. Das heißt, aus dem, wenn wir Strukturen bilden, Firmen, wenn wir alle möglichen Strukturen in unserer Kultur bilden, Bewegungen, Häuser, was auch immer, dann schaffen wir Gewohnheiten, dann schaffen wir Strukturen, aber gesunde Strukturen, auch in unserem Nervensystem, die Dinge, die sich vernetzen, die können sich, wenn es evolutionär notwendig ist, wieder öffnen und neu vernetzen. Das heißt, neue Dinge lernen. Aber wenn so Aktivismus ist super, um Kulturgewohnheiten zu lockern, durch Motivation, durch Aktivierungsenergie und durch Bildung. Das heißt, Information. Da passiert was. Es ist was am Passieren. Wir müssen was machen. Und das passiert. Und das sind die Fakten und so weiter. Aber wenn Aktivismus auf Trauma stößt, dann macht das nämlich genau das Gegenteil. Das macht keine Bewegung, sondern das macht ein Rückstoßprinzip. Das ist wie wenn man mit der Hand in die Eiswand schlägt, dann tut das nur weh. Aber es bewegt die Eiswand oft nicht. Und das heißt, dieses Abprallen an dem, was gefroren ist, schafft eine Reaktionsbewegung und das sieht so aus, als wäre unsere Antwort auf Klimawandel sehr verlangsamt. Was sie einerseits auch ist, aber durch mehr Druck können wir das nicht lösen. Und das Symptom, wie ich vorher gesagt habe, ist ja, dass es Mangel gibt. Es sieht so aus, als hätten wir nicht genug Zeit, um dem Klimawandel zu begegnen. Was auf einer Ebene auch stimmt, aber das macht das Trauma trotzdem nicht schneller geheilt. Das heißt, die Leute, die wissen, wie sie es tun, müssen sich um die Traumatisierung in der Kultur kümmern. Die Leute, die wissen, wie man Aktivismus und Gewohnheiten öffnet, müssen das machen. Und der Teil in uns, der sich sowieso entwickeln möchte, den braucht man sowieso nicht sagen, wohin, weil der ist ja selbst motiviert. Jedes Kind will ja auch selbst motiviert lernen, wenn es das geeignete Umfeld dafür hat. Und ich glaube, dass wir, wenn wir zum Beispiel Klimawandel begegnen, dass wir einen traumasensitiven Aktivismus haben und dass wir auch einen traumasensitiven Journalismus haben. Wir brauchen Journalismus, der nicht auf der Aktivierung der Kultur reitet und dadurch Einschaltquoten kriegt, sondern der wirklich als Informationssystem dient, das traumasensitiv ist, dass wir gewisse Dinge wollen wir nicht triggern, weil das ist kontraproduktiv. Das schafft nur mehr Fragmentierung und mehr Polarisierung in der Kultur. Das schafft nicht mehr Informationsfluss, weil wenn wir das Trauma triggern, wir sowieso nicht mehr fühlen können, was wir lesen. Und das ist natürlich die entgegengesetzte Wirkung. Dann entsteht mehr Indifferenz als mehr Beteiligung. Da würde ich gerne einhaken. Es gab ein paar Fragen zu Deutschland und Weltkrieg und Holocaust. Und du hast ja davon gesprochen, dass kollektive Traumaarbeit heißt zurückschauen. Und da kann man ja sagen, das machen wir doch die ganze Zeit, in der Schule hoch und runter. Ja? Und was fehlt? Könntest du mal beschreiben, was ist der Unterschied Ja. zwischen dem, was unser Bildungssystem an Geschichtsaufarbeitung lehrt und rüberbringt und was ein traumasensitiver Prozess wäre. Genau, das ist eine super Frage, weil da glaube ich, da stolpern dann viele über diese Frage. Also weil viele Menschen sagen, ja, ich habe ja schon so viel gehört, ich kann es gar nicht mehr hören. Und das stimmt, weil natürlich ist es für uns alle wichtig. Ich bin ja auch durch den gleichen Geschichtsunterricht durchgegangen und es ist für mich total wichtig zu wissen, was passiert ist und
sofern die Geschichtsvermittlung auch authentisch ist und gut recherchiert ist und wissenschaftlich akkurat ist, das sind natürlich alles Dinge, die wichtig sind, ist das Wissen schon ganz wichtig. Aber das alleine macht keine Aufarbeitungsarbeit von Trauma. Aufarbeitungsarbeit ist da, wo wir auch zum Beispiel traumatisierte Kulturen überladen ihre Kinder oft mit der Traumaaufarbeitung, obwohl die noch gar nicht fähig sind, das zu tun. Das ist auch Teil der Kulturtraumatisierung. Dass auch hier in Israel viele Kinder ganz früh bombardiert werden mit der Information, obwohl das den Kindern zu viel ist, und dann entsteht auch eine Abkoppelung innerlich. Das heißt, oftmals koppeln wir uns ab, weil wir überfordert sind. Wenn ich sage, ich kann das nicht mehr hören, dann war ich schon irgendwann mal überfordert davon, weil ich nicht die richtige emotionale und physische und Beziehungsdimension hatte, mich mit den Gefühlen zu beschäftigen, die hochkommen in mir, wenn ich über Konzentrationslager, wenn ich über die nationalsozialistische Geschichte in Deutschland höre, was passiert denn da in mir? Da bin ich ja nicht nur ein Computer, der das aufsaugen soll, sondern ich bin ja ein Mensch, der etwas erlebt. Wenn mich jemand als Kind in ein Konzentrationslager mitnimmt, um mir das zu zeigen, dann brauche ich ja die Beziehung, die mir hilft zu verarbeiten, was ich gesehen habe. Weil wenn ich da reingehe, dann ist mir das schon zu viel und dann schalte ich mich innerlich ab. Dann gehe ich da zwar ein paar Stunden durch, gehe dann raus wie so ein Halbzombie und muss dann irgendwas machen, um mich abzulenken. Das ist keine Aufarbeitungsarbeit. Die Aufarbeitungsarbeit findet da statt, wo Beziehungsräume geschaffen werden, wo wir gemeinsam zu Zeitzeugen werden. Aber Zeitzeugenschaft heißt, dass ich mental informiert bin, emotional informiert bin, physisch informiert bin, weil in meinem Körper passiert ganz viel, wenn ich Nachrichten oder Geschichtsnachrichten lese, dann passiert ja eine Menge in mir. Vieles von dem löst Stress aus in mir, vieles in dem löst vielleicht Dumpfheit aus in mir, so ein Nichtfühlen, so ein Abgekoppeltsein. Und deswegen, glaube ich, braucht es da auch, ist wieder das Gleiche, einen traumasensitiven Geschichtsunterricht, weil wir uns mit traumatischem Material beschäftigen. Das kann ich nicht so vermitteln wie 1 und 1 ist 2. Wir reden nicht über 1 und 1 ist 2, sondern wir reden über Nationalsozialismus und eine der größten ethischen Katastrophen der Menschheit. Das ist nicht das Gleiche. Und ich glaube, aber Teil der Insensitivität könnte sein, dass das irgendwie gleich vermittelt wird. Zumindest ich habe das so vermittelt bekommen. Ich hatte keine Räume, die mir zur Verfügung standen, um mit den anderen Jugendlichen in meiner Klasse und mit dem Lehrer und vielleicht mit einer geschulten Person aufzuarbeiten, was das alles in mir auslöst, sodass ich zu einem erwachsenen Menschen werde, der die Vergangenheit nicht verleugnen muss, weil mir das schon zu viel war als 16-Jähriger. Dann sage ich, ich will mit dem Ganzen nichts zu tun haben. Aber das in sich selbst ist ja schon ein Zeichen, dass irgendwas passiert ist. Sonst würde ich das ja nicht so ablehnen. Sonst würde ich ja spüren, dass das Teil meiner Aufgabe ist, als Bürger oder Bürgerin in einem Land, wo eben so eine Wunde entstanden ist oder so eine Narbe ist, um die wir uns gemeinsam kümmern sollten. Das heißt, wirkliche Aufarbeitung ist nicht eine Überladung, sondern heißt auch, dass wir im richtigen Alter mit den geeigneten Mitteln traumasensitiv das vermitteln, was verarbeitet werden kann, sodass wir uns nicht abwenden, sondern an sich immer mehr zuwenden wollen, weil wir lernen wollen, was denn da passiert ist, wie sowas denn überhaupt passieren kann. Was ist die Komposition einer Zeit, die so eine Katastrophe hervorbringt? Und wie können wir als Menschheit was lernen daraus, posttraumatisches Lernen, was lernen daraus, was der gesamten Menschheit zugutekommt? Weil ich glaube, wenn eine ganze Nation für sich durch so einen Prozess geht, dann entsteht ein Lernen, das uns über viele Generationen bereichert, weil natürlich ethisch ganz viel erkannt wird. Aber wenn ich so da reingehe, weil ich schon überladen bin, dann kann ich gar nichts lernen, dann kann ich das vielleicht aufsaugen und wiedergeben, aber ich beschäftige mich ja mit schwerer Traumatisierung. Das ist ein ganz anderes Material, als wenn ich einen Aufsatz schreibe über, wie schön das Wetter ist heute. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Und dann
gab es eine Reihe Fragen zu dem Zusammenspiel individuell und kollektiv. Also vielleicht einfach gefragt, was mache ich denn jetzt damit? Erstmal, wie kann ich für mich unterscheiden, wenn es mir nicht gut geht? Was ist jetzt ein individuelles, was ist ein transgenerationales, was ist ein kollektives Trauma? Dann gab es auch eine Frage, wie kann ich mich von diesem kollektiven Trauma abgrenzen, hieß es in der Frage, oder wie kann ich damit umgehen und trotzdem noch Freude im Leben haben? Und als drittes, was kann ich machen, wenn ich jetzt sage, das interessiert mich, ich möchte mich engagieren, wie kann ich da aktiv werden? Ja, also das sind super Fragen. Das heißt, klar, das Individuelle ist ja auch oft mit dem Kollektiven verbunden. Ich sage ja auch oft, ich habe ja mit vielen Leuten gearbeitet, die so am Ende des Zweiten Weltkriegs geboren wurden und dann natürlich wie im Bombenhagel als kleine Kinder aufwuchsen. Und da ist natürlich nicht nur, dass es eine Einzeltraumatisierung gibt in einem sonst stabilen Umfeld, sondern es gibt eine kollektive Krise, in der meine Krise stattfindet. Da wackelt alles. Das ist wie so ein Erdbeben. Und das ist nicht nur eine Einzelerfahrung, die ist schon schlimm genug, aber wenn das eingebettet ist in eine kollektive, dann ist das ja so. Das heißt, die Stabilisierung rundherum fällt weg und das ist oft in sich verschränkt. Und genauso sind die Nachwirkungen von dem. Und ich sage oft, zuerst ist mal wichtig, dass ich in meine persönliche Aufarbeitung gehe und schaue, was gibt es denn in meiner eigenen Biografie, was vielleicht traumatisierend war und was gibt es für ein Umfeld, das ich mir schaffen kann, um das tiefer anzuschauen. Entweder in meiner eigenen Introspektion, mit einem Therapeuten natürlich, da wo es komplexer ist, und auch mit einer Gemeinschaft, wo wir ein Umfeld dafür haben, uns darüber auszutauschen. Und ich glaube, so von dem Innen heraus entsteht wie so eine individuelle Klarheit innerlich, dass wir uns dann, wenn es Zeit ist, mit der Ahnenlinie zum Beispiel beschäftigen und dann über die Ahnenlinie hinaus auch mit der kollektiven Dimension einer Kultur. Und also das heißt, das ist wie so diese russischen Puppen, die so ineinander gepackt sind und die haben meistens, die sehen ja ähnlich aus, weil die eben so wie so einen roten Faden durchlaufen haben, diese Puppen, die sehen ja alle gleich aus, aber auf unterschiedlichen Größenstufen. Und ich glaube, sich mit der Ahnenreihe auseinanderzusetzen und mal zu schauen, okay, wie ging es denn, was ist denn in der Beziehung natürlich zu meinen Eltern, aber was ist dann darüber hinaus in der Beziehung, da fließt ja Intelligenz. Das ist ja wie ein Kabel, ein Datenkabel. Und wenn das Datenkabel offen und flüssig ist, dann fließt da natürlich viele Ressourcen, die kommen mir in meinem Leben ja zugute. Wenn da aber wenig fließt, weil die Datenkabel eng sind, dann, weil die Ahnen sich kaum miteinander verständigen können, fließt halt weniger Energie durch. Und das hat auch eine Auswirkung auf mein Leben. Und deswegen, wenn mir das nicht egal ist, wie so eine innerliche Abwendung, dann kann ich mich dem langsam zuwenden und wie gesagt, mit Unterstützung. Und deswegen sich ein Umfeld zu schaffen oder zu suchen, wo wir das zusammen anschauen, mit einer Gruppe von Menschen. Es gibt ja einige Gruppierungen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, die sich mit so Dingen beschäftigen. Ist natürlich super. Und natürlich auch, gerade wenn wir zum Beispiel, wenn es darum geht, um Nachrichten lesen, wenn wir merken, wir überladen uns mit Nachrichten, das heißt, dass ich nicht mehr fühlen kann, was ich lese. In dem Moment, wo ich merke, ich bin schon überfordert, ich kann gar nicht mehr sagen, was ich fühle zu dem, was ich lese, dann schalte ich einen Teil von mir ab und der andere registriert die Information. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Zeichen, zu sagen, okay, dann muss ich mich regulieren lernen. Das heißt, ich sage, okay, dann brauche ich weniger Information, damit ich das, was ich konsumiere, verarbeiten kann. Und auf einer anderen Ebene, für alle, die natürlich Interesse haben, die können sich natürlich auch über unsere Organisation, einerseits die Akademie der Inneren Wissenschaft, also Academy of Inner Science, und natürlich auch unsere NGO, das Pocket-Projekt, arbeitet mit vielen, also wie du gesagt hast, mit 23 verschiedenen kollektiven Traumatisierungen
von Klimawandel über Kolonialismus und von Lateinamerika über Afrika, über Australien, USA, überall, auch hier in Israel oder in Deutschland. Und wer da Lust hat, kann sich da pocketproject.info gerne erkundigen oder sehen, was wir da alles machen. Ja, vielen Dank, Thomas. Die Zeit ist verflogen. Ich könnte mich noch ewig mit dir unterhalten. Es gibt auch noch jede Menge Fragen. Ich hoffe, dass einige davon durch das Buch beantwortet werden. Ich habe es gelesen wie ein Roman, muss ich sagen. Ich finde es auch super geschrieben. Und neben dem Thema kollektiven Trauma auch so diese Prinzipien der spirituellen Heilung, viel Wissenschaft mit drin. Und für mich hat es sehr viel bewirkt. So eine Auseinandersetzung nochmal mit meiner Geschichte und dadurch auch so der Fluss durch die Ahnenreihe, die Beziehung zu meinen Großeltern, die Beziehung zur Natur. Also, ich glaube, es ist ein super wichtiger Beitrag für die Gesellschaft, aber zum Glück hat man auch was davon. Man spürt es, dass irgendwie mehr fließt. Ja, in diesem Sinne, also Thomas, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du deine Arbeit machst für die Welt und vielen Dank an die Zuschauer, dass ihr dabei wart und ich wünsche dir und euch alles Gute. Ja, vielen Dank, Jens, und vielen Dank, Random House, für das Verlegen des Buches. Vielen Dank, das ist ein super Team.